Ja, 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 es ist wieder mal so eine, so eine unqualifizierte Blitzmeldung. Das ist so ein Ding, das habe ich jetzt seit ein paar Tagen am Laufen, das habe ich gefunden über einen meiner freundlichen, ähm, ja wie soll man es nennen, diese täglichen Neuigkeiten-Geschichten. Ne? Ich habe so ein paar News-Kanäle abonniert und einer davon erwähnt in einem Nebensatz den Aviation Herald. Und er tut eigentlich nichts anderes, als Katastrophenmeldungen zu verbreiten, was ich für ungemein unterhaltsam halte. Das heißt, man kriegt jeden Tag hier eine, eine endlose Liste an den Sachen, die so schiefgegangen sind. Ich weiß nicht, gibt es das auch auf Deutsch? Also ich sehe es jetzt hier nur in Englisch und ich vermute, es wird es auch nur in Englisch geben. Wir können einfach mal für heute gucken hier. Republic, E-100 Heavens, Natural, bla bla bla, both engines, temporary lost power, single engine landing. Oder noch schöner hier. Blablabla, Turbulence. Injuries, Flight Attendant. Ja, und das ist hier wohl wohl katastrophenmäßig. Ne? Je rot desto schlimm. Äh, C wie Crash, A ah, wie irgendwas. Da wird es so also eine Abkürzung. Ah, da steht's ja Accidents. Ja, Crash, Accidents, äh, Incidents. Ja, genau. N News und R Report. Aha, mal gucken. Baltic Air, Riga, Blabla, Runway Excursion. On landing. Da wusste ich jetzt auch nicht so genau, was heißt denn Runway Excursion? Dann kann man das irgendwie einfach anklicken. Jetzt kriegt man hier so einen bescheuerten Name. Ich habe natürlich hier weiter meinen Cookie-Blocker an, deswegen äh, sieht man da nichts. Ja, bla bla bla, in den bla bla bla, Bombardier, C series bla 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 bla. Was on approach to Riga's runway? When, when the crew performed a missed approach. About six nautical miles before the runway. Für jene von euch, die des Englischen nicht mächtig sein sollten, äh, was eigentlich die meisten Flieger heutzutage sind: ähm, Anflug auf Riga, Runway 18, wenn die Crew einen verfehlten Landeversuch gemacht hat und zwar sechs nautische meilen vor der landebahn. Äh, grund ist äh, eine gewitterzelle über dem aerodrom, also flughafen, angezeigt auf ihrem wetterradar. das nächste flugzeug landete und ähm, hat gemeldet, es sei einfach nur regen. die bcs-3 stieg auf 7.000 fuß, positionierte sich für einen weiteren anflug auf runway 18. Aber machte noch einen Durchgang, äh, weil der Wind äh, sich geändert hat auf 16 Knoten Rückenwind. Ein weiteres Flugzeug landete sicher auf der Runway 18. Ähm, die A BCS3 positionierte sich für einen dritten Versuch, äh, Anflug auf die Runway 18 und kam bis zu einem Touchdown ungefähr 43 Minuten nach dem ersten Fehlversuch. Äh, das Aircraft, das Flugzeug, wert, also ähm, drehte sich, trieb ab, äh, verfehlte die Richtung zur linken Seite, zur linken Kante der Runway. Die Crew versuchte die Kontrolle wieder zu erlangen und äh, brachte das Flugzeug wieder auf die Zentrallinie, auf die Mittellinie. Äh, beim Verlassen der Runway auf über Taxiway B ähm, bekam die Crew eine Meldung für niedrigen Reifendruck. Für den linken vorderen Reifen. Das Flugzeug stoppte auf Taxiway B. Die Crew, äh, die Crew forderte an eine äh, Runway-Inspektion Inspek und, äh, ja, und, und äh, sagte Bescheid, dass sie fast die Runway verlassen hätte zur linken Seite. Ein Marshaller, das wird ein Überprüfer sein, berichtete, er glaube, alle Reifen seien okay, er könnte jedenfalls keinen Plattenreifen sehen. Ein Techniker inspizierte später das Flugzeug und äh, merkte, dass der linke vordere Reifen platt war. Die äh, Runway Inspection zeigte eine gebrochene Begrenzungsleuchte. Die Crew fuhr das Flugzeug runter und wurde zum... Zur Andockschleuse schleuse geschleppt. Also, Apron heißt, glaube ich, eigentlich Schürze. Damit sind wahrscheinlich diese Gummirüssel gemeint, durch die man ein- und aussteigt. Bla bla bla, bla bla bla. So, das ist jetzt der Final Report. Äh, der grundsätzliche Grund ist unkoordinierte, ne, unkoordinierte asymmetrische Flugkontrolleingaben seitens der Crew während der Landung. Also, im Klartext Pilot Error. Äh, Direct Cause, ja, äh, die. Kraft auf die Reifen des Hauptlandefahrwerks auf der linken Seite äh, hat dazu gebracht, dass das Flugzeug nach links abgetrieben ist und das wiederum hat äh, den, den Reifen zum Rutschen gebracht und dadurch ist er geplatzt. Naja, bla 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 und so weiter. Viel interessanter finde ich jetzt mal hier diesen Turbulence Injuries Flight Attendant. Also ein Flugbegleiter hat durch Turbulenzen sich verletzt. Den klicken wir auch mal an, klicken diese bescheuerte Meldung weg. Ja, Moment mal, Moment mal, Moment, Moment mal. Diese Meldung ist bescheuert. Deswegen, ja, siehst du, ne? Ich klicke mal eben hier drauf, den Elementenpicker und sage, schaffen wir dieses Element hier vom Hals. So, Reload. So, dieses Element werde ich nie wieder sehen. Ha! Das habt ihr jetzt davon. Also near Montreal, turbulence in, in just flight, adjust to Havilland dash H300, registration, blah bla bla. auf dem Flug, Nummer so und so viel, von Bath, Bathurst oder Bathurst, Bathurst, NB to Montreal, Quebec, in Canada, ach ja, deswegen, New Brunswick, keine Ahnung, egal, mit 48 Passagieren und drei Crew, ähm, war auf dem Flug auf Flight Level 200, also auf äh, 20.000 Fuß? Ja, 20.000 Fuß. Und war auf dem äh, Endanflug, wenn das, als das Flugzeug ernsthafte Turbulenzen, äh, auf, äh, ernsthafte Turbulenzen traf, äh, verursachte Verletzungen bei einem äh, Flugbegleiter. Die, das Aircraft äh, flog weiter bis zu einer sicheren Landung in Montreal. Ja, in Montreal, da steht es ja. Reporter Ah, The Canadian, bla, bla, bla reported. Die Flugcrew erklärte einen Notfall. Der äh, Flugbegleiter hat kleinere Verletzungen davongetragen. Das Flugzeug äh, erlitt leichtere Verletzungen. An der Kabinendecke. Also immerhin, an der Kabinendecke. Das heißt, der Flugbegleiter oder die Begleiterin, das ist ja hier aus dem Englischen nicht zu ersehen, ist an die Decke geklatscht. Holla die Waldfee. Ein Grundwert des Fluges, grundsätzlich angeschnallt zu bleiben. So, was hatten wir denn noch hier für schöne, schlimme Sachen? Lost Power, Single Engine. Engine Shutdown in Flight. Runway Excursion hatten wir gerade. Und das war nur ein Report. Also. Das ist das harmloseste von allem. Das ist das, wo die Maschine zur Seite abgekommen ist. Rejected take-off due to unkannter... Hat also den, den, äh, das Abheben verweigert mit Begründung auf nicht näher definierte Triebswerksversagen. Da wird wahrscheinlich näher drin sein. Gear-Problem, Fahrwerksproblem, äh, elektrischer Geruch an Bord. Maschine hat sich während des Fluges abgeschaltet, also Motor, Rauch in der Kabine, Kabinendruckproblem... Impacted Lake on Approach. Ist auf einem See aufgeschlagen. Moment mal. C wie Crash. Ja. Doch. Wir klicken das mal an. Kriegen keine blaue Meldung mehr hier. <laughs> es leben die äh, Werbeblocker. Southwest Aviation, bla bla bla. Performing Flight von Juba zu J Jirol im Südsudan. Mit 20 Passagieren und drei Crew. Was ist das für eine Maschine? Eine LED 410, hey, habe ich mich auch bei explained. Uh, impacted Euro Lake at Euro City, about 1,75 nautical miles entfernt vom Flugplatz. Ungefähr bei der Position so und so viel und ungefähr 9 Uhr local, also 6, 6 Uhr Sulu. 19 Leichen wurden geborgen aus dem See mit der Hilfe lokaler Fischer. Vier Überlebende wurden zum Krankenhaus gebracht mit äh, ernsthaften Verletzungen. Am ähm, so so viel wurde von den Authorities, also von den Behörden berichtet, 20 Leute wären äh, gestorben als Ergebnis des äh, Unfalls und drei hätten überlebt. Also einer hat es nicht geschafft im Krankenhaus. Initial, Re also erste Informationen berichten, das Flugzeug hätte den Yarrow River getroffen. Einige Quellen, einschließlich Radio Mimiraya oder was auch immer, äh, be be bestanden darauf, das Flugzeug war im Jhelum See, ungefähr 1 süd, südlich des, All und blablabla beim Anflug, blablabla. Ich, ich versuche es mal kürzer zu machen, ich kann ja nicht ständig Synchronübersetzer spielen hier. Information vom Minister, 23 Menschen an Bord, 19 Leichen, vier über Wildebene. Rescue Entry, kann man sagen, bei Local fishermen. Also es wurde praktisch ausschließlich von örtlichen Fischern gerettet. Schlechte Sicht, könnte dazu beigetragen haben. Eine einheimische, ja, Domestic Carrier, eine einheimische Fluggesellschaft, würde ich sagen. Äh, ein Hinweis des Editors. Es gibt keine, keinen Hinweis auf die Existenz dieser Fluglinie im Internet. <laughs> Had chartered the aircraft to carry out passage. Hat das Aircraft, also hat das Flugzeug gechartert, um die Passagiere, bla bla bla. Es sind Untersuchungen eingeleitet. Ja, drei haben es überlebt. The aviation had received a passenger manifest showing the operator of the flight of Southwest Aviation. The aircraft operator, blah, 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 The handwritten man has 17 passengers. One of the adults this is this as Ugandan, Ethiopia. Also ein Uganda, ein ethiopier und alle anderen Südsudanesen. Uh, 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 report Italian. Italian media reported an Italian citizen working as a doctor. Ah ja, ein italienischer Arzt ist amongst the survivors, hat also mit schweren Verletzungen überlebt. According to Russian database. Aha, ist interessant. Bezug nimmt auf eine russische Datenbank, die ihre Informationen zuletzt am 9. September 2018 abgedatet haben, wurde der Inhaber des Flugzeuges erst unbekannt seit 2017 aufgelistet. Das Flugzeug, Nummer so und so viel, wurde, äh, wurde betrieben von einer ukrainischen... Gesellschaft namens Universal Alvia, Schwanznummer so und so viel bis 2008. Dann wurde sie eingelagert worden. 2017 wurde das ähm, wurde die Maschine von der Slav Air in der Ukraine betrieben. Die Schwanznummer wechselte äh, Bilder, Dienste zeigen den ähm, Wurde das Flugzeug wieder aufgebrezelt in Riefende in der Ukraine um 2016? Das Paint Scheme hat bereits die neue Bezeichnung hier Southwest und so weiter und südsudanesische Mobilfonnummer betragen. It registers. Ähm, nach den ukrainischen Datenbanken ist die Slav Air Company. In äh, Kiew registriert und betreibt Flugzeugwartung, Vermietung und Leasing für Transflort und F Transport- und Passagierflugzeuge. Nach den ukrainischen Datenbanken hat die Kompanie weniger als 10 Angestellte. Uh, according to protocol certified on bla bla bla, new partners joined the company in a meeting. 2017. aha, die, die company steht zum, zum verkauf. der letzte facebook entry war 2016. es gibt derzeit kein aktuelles lebenszeichen von der firma. keine informationen über southwest oder ihre telefonnummer. also, im klartext, die, die Vermieter oder der Inhaber ist nicht klar, die Company scheint nicht zu existieren. <laughs> Höchst interessant. Das kann man sich mal in Ruhe durchlesen. Aber das ist schon mal eine, eine interessante Nummer. Auf jeden Fall, diesen, äh, diese Geschichte hier, da macht es Spaß drin zu schmökern. Wir gucken jetzt mal eben spaßeshalber nur nach Crashes. Ach ne, die werden ausgesiebt. Okay, dann sieben wir mal alle anderen aus, außer Crashes. 11. Oktober. Crashed into Java Sea. Impacted terrain after departure. Wingtip strike on landing. Impacted terrain. Lost heat shortly after takeoff. Impacted ground shot of runway. Right propeller went into reverse in flight. Nicht gut. Lost height in spiral descending trajectory. Tra äh, U52. Ach, das ist der. Ist das nicht der Abschuss in der Schweiz gewesen? Hier, passiert. Die haben doch überhaupt nur noch zwei Maschinen gehabt. Uh, lost Heat after Departure. Aircraft was shot down from Separatists. Ach, das ist hier die Malaysia in der Ukraine. Wann war das? 19. Juni 2019? Das ist das schon viel länger her? Okay, äh. Uh Uncontained Engine Failure, Engine Failure Propeller could not be feathered. Loss of Control on Approach. Egal. E Guckt mal selber. Ich kann euch ja nicht alles hier vormachen. Ne? Auf jeden Fall, ich fand das so interessant, dass ich dachte, das ist bestimmt eine nette Spielerei für äh, die Luftzugucker. Äh, ja, und jetzt habe ich alles erzählt und deswegen mache ich hier Schluss und überhaupt ist viel länger geworden, als ich wollte. Ha!